Hallihallo und schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute schauen wir mein Reading Journal Collection an. Das habe ich von Notebook Therapy und ich liebe es. Es fühlt sich auch so schön an. Wir schauen uns einmal alles von 2022 an und was ich für 2023 reingeschrieben habe. Was nicht viel ist bis jetzt, so viel kann ich sagen. Und schauen wir doch einfach. Ich habe hier vorne riesengroß 2022 reingeschrieben. Ja, ich war eigentlich der Meinung, das Buch reicht für ein Jahr, aber nein. Es reicht sogar für 2 Jahre, hoffentlich. Vielleicht auch so für 3 Jahre, mal schauen. Auf jeden Fall habe ich dann hier angefangen mit einem Pixel of the Year. Wie man sieht, bin nicht weit gekommen, weil sowas hätte wahrscheinlich in meinen Book-Channel reingemusst, also in mein Reading-Channel, mein normales reingesollt, aber ich tue hier halt kaum nicht täglich reinschauen. Und dann ist es ein bisschen schwer, immer die Farben. Und die Farben habe ich definitiv zu ähnlich ausgesucht. Da konnte man immer nicht mehr wissen, wie was. Aber die Idee finde ich immer noch cool. Aber definitiv nichts, was ich 2023 mitgenommen habe. Dann meine 22 Bücher, die ich in 2022 gelesen habe. Und ich habe sie alle gelesen. Okay, nicht alle komplett. Das sind... Das Buch habe ich abgebrochen und das Buch habe ich abgebrochen. Sonst habe ich alle gelesen, was ich toll finde. Ja. Dann habe ich dieses Jahr die ausgeprobiert. Man sieht hier, ich habe dann auch nicht mehr weitergemacht, weil ich dann auch dann nicht mehr so verschiedene Farbfamilien gefunden habe und festgestellt habe, die Bücher reichen nicht bis Ende des Jahres. Und da ich ja die nächste Seite auch schon beschriftet hatte, konnte ich nicht ein weiteres dazu machen. Gefällt mir immer noch. Aber für die Anzahl an Büchern, die ich lese, muss ich mir nochmal was... Entweder muss ich sie kleiner malen und die hier doppelt so groß oder so. Ja, überlege ich mir. Vielleicht 2024 wieder, aber 2023 erstmal nicht. Genau. Und dann meine Ziele hier von 2022 waren Sachbücher. Habe ich auch nicht täglich gemacht, also nicht wirklich geführt. Ich habe definitiv jeden Monat mindestens ein Sachbuch gelesen, also meine habe ich geschafft. Da habe ich festgestellt, habe ich meine Definition von Kleinverlag nicht wirklich. Da habe ich immer geschwankt, aber ich habe definitiv viele Selbstpublisher und Kleinverlage und sowas gelesen, das definitiv geschafft. Dann kommen wir zu meinem Buch rein beenden. Was ich sagen kann, hat es ja gut angefangen und danach wurde es eine Katastrophe. Man sieht es ja, ich habe immer, das erste ist, am besten ich zeige es hier, das erste ist immer, dass ich es habe, das zweite, ich habe es gelesen. Und wie man hier sieht, ich tue mal hier zum Beispiel noch nicht gelesen, hier ein paar, aber sehr viele, wie man hier sieht, eben noch nicht. Und das sehr viele. Und man kann sagen, das habe ich 2021 angefangen. Hier ungefähr kommt jetzt 2022. Und das sind die ganzen Buchreihen, die ich angefangen habe. Ja. Und nicht beendet. Ich habe sehr viele nicht beendet und daher sehr viele neue angefangen, wie man sieht. Ja, das ist aus einem Reading Journal, was ich in der Zauberbüchse hatte. Und das habe ich jetzt hier reingeklebt. Und jetzt kommen wir zu meinem Seite, Doppelseite natürlich, weil mit 23 Büchern in 2023. Hier ist es. Hier ist das schöne Exemplar. Ich finde das cool. Mir gefällt das mit den Farben und so. Und ihr seht, erste Buch habe ich auch schon gelesen. Weil ich filme das jetzt am 6. Januar. Und ja, das ist es. Und hier habe ich jetzt ganz viele leere Seiten. Und hier kommen dann alle Bücher hin, die ich jetzt in 2022
Man muss, nee, 23. Wir sind in 23. Wir sind in 23. Angefangen habe, die Buchreihen, aber noch nicht fertig gelesen habe. Und wie ihr seht, ich habe noch kein einziges reingeschrieben. Was mir total gefällt, weil ich würde gerne eher beenden. Hier, weil wenn man das mal so sieht, ne? Ja, ich habe hier, habe ich die Bücher, muss ich nur lesen. Dann, hier, hab das Buch, muss es nur lesen. Habe. Da, habe ich, muss ich nur lesen. Da habe ich sehr viele gelesen, aber da unten zum Beispiel ist auch eins. Oh, ihr seht es gar nicht. Hier, nochmal eins, da nochmal eins, da sind sogar zwei. Also, ich habe sehr viele Bücher, wo ich auch wirklich die Reihen fortsetzen könnte. Teilweise auch beenden, wie ihr hier seht. Und das werde ich jetzt, im Januar habe ich schon angefangen. Und habe ich gesagt, okay, ich fange vorne an. Und habe jetzt hier, man sieht es ganz kurz, ich gehe mal näher ran. Die Farben haben sich geändert. Das war letztes Jahr, die Farbe für dieses Jahr. Und habe da auch schon begonnen. Ich fehlt mir nur noch ein Buch. Und dann habe ich die zweite Reihe beendet. Das kann ich schon mal sagen. Und ja, ich habe jetzt mir so vorgenommen, immer die Bücher zu nehmen, die als ein, also die Reihen, die ich schon fast so gut wie alle Bände habe, damit ich die endlich mal beende. Und natürlich, was auf meiner Agenda für 2023 steht. Ja, dass ich auch die hier sehr zeitnah lese, weil zum Beispiel Spinnenkuss gibt, glaube ich, 18 Bänder schon auf Deutsch. Und ich habe ja gesagt, wenn, dann lese ich komplett alle. Und ich habe halt auch hier ein paar Reihen reingetan, wo ich mir dann sage, okay, wenn ich die Reihen dann reintue, muss ich sie ja auch dann gleich beenden. Also, das ist das, was ich vorgenommen habe. Ja, und falls ihr euch wundert, was noch alles hier drin ist, weil ich habe hier noch einen Marker, das sind meine Subleichen auf meinem Kindle. Das hatte ich ja vorgehabt, dieses Jahr zu beenden. Also meine Ältesten. Das hat nicht geklappt. Deswegen ist hier noch mein Marker, dass ich das noch weiß. Hier so, hallo, die musst du noch lesen. Ich hoffe, dass ich die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Bücher sind es noch. Nein, Entschuldigung. Doch, 10. Das hatte ich noch beendet im Dezember. 10 Bücher, also meine ältesten E-Books, dass ich die lese und somit geschafft habe. Ja, weil man hier sieht, riesengroß, so für mich, erledigt, erledigt. Ja, erledigt, erledigt. Da habe ich ganz viele kleine Kurzgeschichten zu Reihen, wo ich erstmal die Reihen lesen sollte, bevor ich damit anfange. Aber da auch wieder erledigt. Und dann kommen wir zu 2019 und da merkt man schon, dass mein Konsum von E-Books sowas von gestiegen ist. Hier, das ist, Halleluja. Also da, und 2020 steht nicht mehr drin, weil ich habe gedacht, naja, brauche ich da nicht. Aber ja, das sind ganz viele. Und das ist meine Collection. Ich dachte mir, ich zeige es euch noch einmal so zum neuen Jahr. Und wenn ihr wollt, zeige ich euch natürlich im nächsten Jahr es noch einmal. Vielleicht immer noch in dem gleichen wunderschönen Teil oder in ein neues. Ja, schauen wir mal. Und wie ihr seht, für 2023 habe ich außer meine 23 Bücher in 2023 nichts reingemacht, weil die anderen einfach nicht für mich interessant waren, gearbeitet haben, wie man es nennen möchte. Genau. Also dann, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.